vielleicht nicht, aber es sind immer noch Menschen. Verdammt. Willkommen zurück zu Black Ops 3. Wir sind hier im Hangar und auf der Flucht vor bösen Robotern. Mit mir dabei ist der Bluecom. Moin Moin. Und hier sind die schon im Streitgespräch und ich würde sagen, okay, Plan Ende. Es geht direkt weiter. Genau. Dein Team bringt den Minister zur. Wir haben gerade eben gemerkt, dass es doch nicht so einfach ist, hier zu stoppen. Deswegen ist die letzte Folge ein bisschen chaotisch geendet. Ja, genau. Weil die plötzlich durchgebrochen sind, da haben wir echt nicht mit gerechnet, dass das passiert. Ja, wir haben gedacht, Checkpoint, da kann man sich ein bisschen Zeit lassen, aber ja, von wegen. Man hat auch hier Zeitdruck. Du musst leider auf die andere Seite gehen. Ich gehe rein. Okay. Weg! Granate ist raus. Was? Granate ist raus? Steigt man hier ein? Bin drin. Ja, wenn du mir hier halt im Weg stehst. Ich habe gesagt, ich nehme das Geschütz. Ach. Wir haben keine Zeit mehr an Bord. Jetzt gehen mich halt die andere Seite ein. Ich feuer schon mal, keine Panik. Da. Da. Hab schon alles getötet. Hier ist übrigens der Bluecom nebendran, links von mir. Ich hab keine Zeit, ich muss schießen, ich kann hier zeigen. Da, Leute. Da knallt's. Ist das Ding eigentlich, wo ich brenne? Ist das Ding eigentlich mit 4 Geschützen bemannt? Was ist das? Ist das eigentlich 4 Geschütze? Ich weiß nicht, ich glaube 4, ja. Also, es müsste ja 4 haben, weil man kann ja zu viert, zu viert spielen. Das gut geschossen hat übrigens für mich gegolten, ne? Nee. Doch. Der will dich ja gar nicht berücksichtigen eigentlich. Du bist ja nur der blinde Passagier. Du bist ja Mr. No-Name hier in der Kampagne. Mist, das Drecksding ist abgesoffen. Festhalten! Wir sind ja die typischen Call of Duty-Shooter-Reihen. Ja. Ich finde das ja immer lustig. So Moorhuhn schießen. Moorhuhn! Und wie lange dieses Geschütz Feuer kann, bevor es heiß wird? Bam! Hast du gerade Raketenfeuer? Nö. Da, komm her, ich schieß noch ein bisschen auf den. Da. Der ist schon abgeschützt, Leiter. Ist egal. Schaff den Minister da raus. Bin mit plus 4 Paketen unterwegs zum sekundären Treffpunkt. Verstanden. Ich verlasse die Straße. Wir könnten Leiter in den Kopf schießen. Oh. Was? Da liegen wir im Dreck. Unser Transport. Oh. Extraktionskapsel 1 unterwegs. Durchhalten. Komm, Leitern, lauf! Lauf! Extraktionsluftraum nicht sicher. Leitern, du musst mal zurückgehen. Die wollten noch mal was fragen. Ja, absolut. Minister, sind Sie okay? Oh. Oh, ich bin okay. Tot. Bin okay. Was? Naja. Bringen Sie mich nur hier raus. Oh, Alter. Weil ich versucht habe, dir den Hintern zu retten. Haben wir jetzt gefailt. Ja, weil du noch zur Munitionskiste gehen wolltest. Ja, wir müssen auch nach dort. Wir müssen hier verteidigen. Minister, sind Sie okay? Können Sie laufen? Diese, okay. Wird hier geblockt? Bitte. Ich werde geblockt. Mich nur hier raus. Wir müssen weg. Ich liege hier übrigens am Boden. Da, jetzt komm hinter das Ding hier, wo Deckung ist. Oh, Alter. Ich bin wieder down, allein durch die Explosion direkt hinter dem Teil. Na, ich auch. Oh, 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 mein Freund. So, jetzt lauf, dann mache ich halt Schlusslicht. Minister, sind Sie okay? Können Sie laufen? Bin okay, ich bin okay. Bitte, bringen Sie mich nur hier raus. Wir müssen weg. Verschwinden wir von hier. Okay, wir müssen da einsteigen, oder? Aber nee. Noch nicht. Nee, einsteigen geht aber noch. So. Konzentriert Feuer auf mehrere Ziele. Bringen wir es zu Ende. Halt sie zurück, wir sind fast hier raus. Ich muss mal kurz hier hinten ein bisschen Deckung suchen. Oh. Oh, oh, oh. Drohne in Position. Oh, oh. Ich bin down. Kannst du eventuell mir zu Hilfe kommen? Ja. Schwing dein Hintern her. Los,
Nee, passt, die Insequenz läuft. Passt schon. Oh, haben wir Schweinkampf. Die lassen uns da? Ja, die lassen uns da. Ja, das war, weil du es jetzt nicht geschafft hast. Also du bist, glaube ich, in der Sequenz zweimal verreckt und nicht einmal, oder? Ja. Ja. Was machst du gerade, Nathan? Ich bekomme einen Arm abgerissen. Das ist ja unfair, denn das ist ein Du. Oh. Okay. Das ist mal überhaupt nicht brutal. Aber ist ja auch nicht ab 6 Jahre, ne? Wir sind ja hier nicht bei den Teletubbies. Das wird schon. Halt durch. Jo, Mission abgeschlossen. Jo. Was haben wir denn bekommen? Auf Söldner, einfach Schwierigkeit. Einfertigung, das kann man da alles anschauen. Third Level Adept, Ehrenamt. Kann man da irgendwie auch rüber scrollen? Ja. Jo. Was kann ich mir da jetzt eigentlich alles anschauen? Springspezialist. Hm. Level. Oh ja. Also die einzelnen Meister des Schatten. Okay. Schnelle Abzugsfinger. Ich würde auf jeden Fall gerne die Waffe wechseln, weil die ist so schrottig. Aber das darfst du jetzt machen. Bist du bereit? Kann ich weitermachen? Hast du alles angeschaut? Ja, das ist, ja. Mach mal einfach, komm. Abgeschlossen. Gibt's auch einen Vergleich zwischen uns beiden? Nee, habe ich auch schon geguckt, habe nichts gefunden. Doch, hier am Punkteübersicht. Du hast mehr Punkte wie ich und mehr Assists wie ich. Wo siehst du das? Bei, Achso. Genau, geh mal auf. Aber ich bin mehr gestorben. Ja. Du bist halt der Risikobereitere und ich bin mehr so der Gechillte. Ja. Wir 1000 Auswertungen, ne? Hm. Okay, hast du alles angeschaut? Kann ich weitermachen? Naja, mach einfach, komm. Hopp. Warum kann ich eine andere Waffe auswählen? Wo bin ich? Schon okay. Ruhig. Entspann dich. Alles wird gut. Wir haben sie überlistet. Unsere Ziele erreicht. Der Mensch ist immer besser als die Maschine. Leider hattest du lebensgefährliche Verletzungen. Du bist stabil, hast aber einen langen Weg vor dir. Wer bist du? Ich bin's, Taylor. Wurde Zeit, dass du aufwachst, oder? Ist ja die Frage, ab welchem Punkt man Maschine ist und ab welchem Punkt man noch Mensch ist, ne? Irgendein Wissenschaftler hat es mal definiert und hat gesagt, eigentlich theoretisch ab 51% Maschinenkomponenten. Noch da? Willkommen zurück. Taylor. Ja. Weißt du, was mit dir passiert? Träume ich etwa? Tja, könnte man sagen. Bleiben wir dabei. Dann kannst du immer noch aufwachen. 12. Dezember 2054, 7.30 Uhr. Wir sind in einem privaten Pendlerzug auf dem Weg ins Züricher Hauptquartier der Coalescence Corporation. Unsere Fracht. Ein Prototyp für die VR-Neurale Netzwerkinitiative. Im Kern eine KI-Software, die sich selbst umschreiben kann, um mit anderen Systemen auf der Welt zu interagieren. Das war damals richtig fortschrittlich. Sie sollte später eine ganze Reihe militärischer und ziviler Anwendungen revolutionieren. Das hätte sie zumindest, wenn der Zug sein Ziel erreicht hätte. Um 7.31 Uhr zündete eine Terroristengruppe im Zug einen Sprengsatz. Ja, cool.
Der Vorfall warf unser Robotikprogramm einige Jahre zurück. Du wirst sie aufhalten. Das ist nicht real. Das kann nicht sein. Was geschieht mit mir? Im Moment bist du in einem künstlichen Koma und wirst für die OP vorbereitet. Du hast neue Hardware in deinem Kopf. Sie nennt sich direktes Neuralinterface, DNI. Ich habe auch eins. So kann ich mit dir kommunizieren. Dein DNI verbindet deine Gedanken mit deinem neuen Körper und deiner Umgebung. Wir sind verbunden. All das ist eine Simulation in unseren Gedanken. Und du hast noch eine Menge vor dir. Im Umkehrschluss bedeutet es, dass du niemals die Kontrolle hast. Genau. Du bist theoretisch auch niemals alleine. Und du bist theoretisch nie sicher, Raketen! Was... Oh. 11.30 Uhr, 11. Dezember 2054. Die Zürcher Sicherheitskräfte erhalten einen anonymen Hinweis zur Position eines Unterschlupfs der Terroristen. Leider haben die ZSK aber die Feuerkraft unterschätzt, die diese Arschlöcher dabei hatten. Sie wurden eiskalt erwischt und mussten viel einstecken. Das Ergebnis? Zug explodiert. Kennst du Dias noch? Glaube schon. Er wird dir das coole Zeug erklären, das du benutzen kannst. Kommunikation, Bruder. Wir müssen uns abstimmen. Du, Taylor. Du bist ein Arschloch. Er hat nichts gehört. Wenn ich mit dir reden will, nutzt das DNI immer einen sicheren Kanal. Ich muss nicht mal daran denken. Aber nur, dass du es weißt. Wenn du Taylor mal wirklich einen Arsch nennst, dann wird er dir mehr einheizen als diese Roboter. Also gut, sehen wir mal, ob du das schaffst, ohne als Schweizer Käse zu enden, wie diese armen Bastarde. Okay, Waffen scharf. Lass diese Arschlöcher ab. Hast du die gleiche Waffe? Weiß es dann. Oh ja, jetzt habe ich so eine ganz andere. Oh, die gefällt mir ganz gut. So drei Schüsse, das ist auch so eine Burst jetzt. Ja. Die fand ich jetzt, fühle ich jetzt gar nicht so schnell. Guck mal, ob ich da hochkomme. Oh, okay, ich habe die Granate gefunden. Jawohl. Ja, oh, toll, Latter, wenn du wieder zurückkommst. Oh, wo bist du? Ich habe die Granate gefunden hier. Ja, ja, ich bin schon an dir ran. Oh, ich hab. Man muss sich im Blick behalten, ne? Weil ich wollte mich umschauen, während ich heil. Das ging, ne? Ich will hier hoch. Und von oben aus ein bisschen Action machen, weil... Das ist ein guter Geheimplan. Achso, das ist gar nicht Simulation, da. Deswegen verspielt dem nichts. Oh, 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 Jungs, ha? Oh, 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 oh. Dein DNI kann dir kritische Informationen zum Kampf liefern, um das Schlachtfeld besser zu verstehen. Wechsle in den taktischen Modus. Als ob man zum ersten Mal die Augen öffnet, was? Suche Deckung! Ist ja nett. Muss man 3 drücken, ne? Dann? Ja. Bewegung registriert. Ah ja, okay, okay. Versteh das. Schade, man kann bloß nicht durch die... Durch eine Mülltonne kann man nicht fahren, das ist ein bisschen... Oh, die bleiben da unbegrenzt eingestellt, das ist ja... Okay. Okay, setze verbesserte Mobilität ein. Ist anfangs etwas ungewohnt, aber du wirst schon bald sicherer. Probier es selbst. Ich weiß sicher, dass du es schaffst. Uhuhu, mein Freund. Coole Sache. Das ist echt Wahnsinn, dass die so eingeblendet werden, ey. Was, sehe ich rot blinken, dann lauf? Okay. Das ist eine Granate. Okay. Das ist für die ganz Dummen wie mich. Ja, du hast ja mit Granaten, ne? Ja. Ich bin einmal an Granaten gestorben, du einmal. Die leuchten ja richtig.
Da ist einer von uns. Kann keine Granate mehr werfen. Was ist da eigentlich? Whoop. Weg mit. Hoppala. Echt lustig hier mit dem. Das sind Todeszonen. Hier solltest du dich nicht aufhalten. Was sind Todeszonen? Todeszonen. Rot und gelbe Markierung auf dem Boden. Muss gucken. Scheiße, da bin ich. Ja. Super Sache. Warum ist es eine Todeszone? Naja, weil dort vielleicht viel Feuerkraft hinkommt, nee, oder was? Das ist eine Mine gerade gewesen oder sowas. Okay. Lebst du noch? Ja. Okay, ich gebe dir recht, dieses doofe 3-Schuss-Gewehr ist doch nicht so toll. Ja. Kann man die Pfeilen umstellen? Nee, leider nicht. Was ist denn das da? Explodiert. Schon draufgeschossen, du Sack. Nein. Natürlich, komm, ich guck mir das Let's Play von dir an. Nein, Leute, könnt ihr es hier beweisen. Leute, schreibt es in die Kommentare, ob ich das gemacht habe. Auch wenn es so war, ne? Schreibt es in die Kommentare, ich habe das nicht gemacht. Weil es eindeutig nach. Oh. Wenn man ich bräuchte dringend Munition und kurzes Zeitupdate. Wir sind bei 16 Minuten. Time Update. Oh, was ist da los, ja? Alter. Brauche ich dringend Munition? Ah, wie gerufen. Sehr schön. Munition, ich will auch Munition haben. So. Hey, mein Freund. Dass man dieses Visier halt unbegrenzte Zeit verwenden kann, das ist ja Wahnsinn. Oh, ich lieg. Kannst du mich irgendwie retzen? War ein bisschen leichtsinnig eben von mir. Kommst du da oben hin? Pass auf, da hinter dir ist einer. Kann ich aber nicht drauf. Okay. So, was ist mit dem Visier? Wie kommst du an? Warte, ich muss euch die Munitionskiste hinten holen. Sondern das komische, also darunter so gut wie Call of Duty kommt mir doch normalerweise die Waffen auf komplexe bekommen, ne? Keine Ahnung. Schwieriger. Die Biester haben ein Schwarmbewusstsein. Wenn du versuchst, die zu kontrollieren, bam, ist dein Gehirn im Eimer. Aber die hier, die sind kinderleicht. Na los, heck dich rein. Was jenseits dieser Mauer ist. So, loslassen. Nimmst du eine Drohne oder einen Panzer? Ich hab jetzt so ein Fliegeding. Auch so ein Flieger, ja. Zerstöre ihn und die Tür sollte sich öffnen. Wie flieg ich? Okay. Und wie geh ich wieder runter? Ich hab so einen Panzer, mit C geht's runter. Mit C geht's runter? Ja. Tatsächlich, ja. Okay. Oh! Ich hab echt so ein Panzer wäre auch cool gewesen. Ich hab... Das ist ja Bottich, ne? Ach, die meinst du, okay. Ja, wenn einer von uns den Ding nehmen könnte, den Panzer. Ey, die schießt mit Raketen, das geht aber gar nicht. Da, Junge. Kann ich mal vorher noch. Läuft mir da irgendwann mal heiß? Oh. Oh. Kaputt? Nee. Komm schon, okay. Ich will nochmal. Der EMP des Generators. Oh, schade. Ich will gerne noch mal so einen Panzer gefahren. Schnapp dir Munition, wenn du eine Munitionskiste siehst. Ein Kampf ohne Kugeln ist so gut wie verloren. So, Mulli haben wir wieder. Weiter geht's. Oder wir beenden hier den Part. Bevor wir zum nächsten Checkpoint kommen. Stimmt, dann bleiben wir mal hier. So, dann will ich doch hoffen, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, hinterlasst uns ein Däumchen, schreibt uns in die Kommentare,
Abonniert unsere Channel und seid beim nächsten Mal dabei, wenn Bluecrom und ich hier weitermachen. Damit sagt Bluecrom. Ciao, ciao. Und Latan sagt auch ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.